Tag, mein Liebling. Da, erzähl mal, was ist denn bei euch zu Hause eigentlich los? Ich will dir so einen Blumenstrauß bringen und mein Marchen gibt mir den passenden Korb dazu. Sag mal ehrlich, liebst du mich? Oh, Liebling, wie kannst du sowas fragen? Ich verzeihe dir ja auch. Was? Ja, verzeih. Das ist ja furchtbar nett, dass du mir verzeihst. Aber ich möchte doch gerne wissen, was. Es fällt mir ja furchtbar schwer, mit dir über die Sache zu reden. Aber da du selbst nicht den Mut dazu hast, dass es auch gleich Zwillinge sind. Was denn für Zwillinge? Du brauchst dich gar nicht zu entschuldigen. Ich weiß alles. Was weißt du? Dass du mich hintergangen hast. Aber Else. Ja, mit der Erna. Mit welcher Erna? Mit deinen Zwillingen. Mit meinen Zwillingen? Du brauchst gar nicht zu leugnen. Mama hat doch alles herausbekommen. Mama? Ach du meine Güte. Na, jetzt verstehe ich. Die Krampfadern, Mann. Zwillinge sind doch keine Krampfadern. Nein. Du musst mir sagen, was du dort gemacht hast. Er muss mir bestimmt versprechen, es niemandem zu erzählen. Aber du weißt doch, dass du dich auf mich verlassen kannst. Also, für deinen Papa war ich da. Für Papa? Aber das ist ja ganz unmöglich. Die ist doch schon 20 Jahre alt und Molly heißt sie. Papa hat mir doch alles gebeichtet. Sie ist eine Alstermühle. Alstermühle? Moment mal, so schnell komme ich nicht mit. Molly heißt sie? Und dein Papa? Das ist doch wunderbar. Da kriege ich ja eine reizende Schwägerin. Was, du kennst sie? Natürlich, ist doch die Braut von Rudi. Und das ist ja wunderbar. Wir müssen Molly sofort auftreiben. Also schön, gehen wir, ja? Hier vorne, die Blonde. Meine Braut, ihr kennt euch natürlich. Das ist Erichs Braut, Fräulein Hummel. Das ist Molly, meine Braut. Also Kinder, kommt mal rasch mit, ja? Ich habe meine Yacht unten. Wir fahren sofort nach Hamburg. Wunderbar! Oh, du, gerade fängt die Musik an. Einmal wollen wir doch tanzen. Na klar.